Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen und Zeit gefunden, endlich mal die Aufnahmen, die ich von meiner Siemens E57, Baujahr 59 habe, zusammenzuschneiden und euch mal zu präsentieren. Hier sieht man das Stück im abgebauten Zustand. Der Rotor war etwas schwergängig, weil der Stator irgendwie schief aufgeschraubt war. Genau, zusammen mit der Sirene habe ich ja noch zwei Schaltkästen und ein Telenormahandsteuergerät bekommen. Der dazugehörige Schaltkasten und das Handsteuergerät sind bereits restauriert und hängen im Sirenenraum an der Wand. Und die Sirene ist natürlich auch restauriert mittlerweile und dient mir als Couchtisch in meiner neuen Wohnung, dass ich eben in der neuen Wohnung wenigstens eine Sache habe, die mit dem Hobby irgendwie zu tun hat. Genau, es ist eine sehr schöne Sirene. Ich habe jetzt leider nicht viele Aufnahmen, nur ein paar Bilder, ein paar Videoschnipsel, die ich zwischendrin so peu à peu gemacht habe. Aber das, was ich habe, schneide ich euch eben jetzt hier zusammen. Genau, hier sieht man eben die Sirene, wie ich sie abgeholt habe mit den Schaltkästen. Der untere Schaltkasten und oben das Telenormahandsteuergerät gehören tatsächlich zur Sirene und sind, wie eben schon gesagt, jetzt in meinem Sirenenraum verbaut. Ja. Die E57 von Siemens hat ein paar Besonderheiten, woran man auch erkennt, dass es eine von Siemens ist. Die kann ich euch mal nennen. Hier sieht man, wie ich das äußere Schutzgitter, das Portschutzgitter wegmache. Das ist zum Beispiel eine Besonderheit, die nicht immer bei Siemens, aber manchmal und dann auch nur bei Siemens vorkam, nämlich ein zweiteiliges Schutzgitter. Das heißt, wir haben nicht nur eine Verbindungsstelle, sieht man hier jetzt schlecht, sondern zwei, also zwei Hälften von Schutzgitter im Prinzip. Also meines Wissens nach gab es das nur bei Siemens. Dann haben wir eben das Siemens-Logo auf dem Klemmkastendeckel, wie man jetzt gleich sehen wird, und die Siemens-typischen Ansaugöffnungsschutzgitter oder das Ansaugöffnungsschutzgitter, wie man es hier ein bisschen sieht. In den Takes vorhin hat man es besser gesehen. Das ist viel feinmaschiger als das von anderen E57 Herstellern. Das heißt, das ist so ein Indiz, wo man auch sieht, okay, das Teil ist von Siemens. Genau, dann hat meine E57 und das haben, soweit ich weiß, zumindest alle mir Bekannten vom Baujahr 59 noch eine kleine Besonderheit. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwie ein gutes Foto finde. Ich versuche es ja mal zu beschreiben. Und zwar ist an dem oberen Statorring, das heißt der obere Ring vom Stator, da ist wie eine Kerbe von unten drin. Das heißt, man kann im Prinzip ein Stückchen in diesen Ring eingreifen. Hier sieht man es genau. Ich versuche jetzt mal einen Pfeil irgendwie hinzufummeln. Das kannte ich so nicht von E57ern. Gab es anscheinend auch nur beim Baujahr 59 bei Siemens. Hier sieht man jetzt die zwei Statoren. Rechts, das war jetzt mein sandgestrahlter E57 Stator. Links war von meiner L141. So, hier habe ich die Teile grundiert und danach wurden sie dann natürlich auch schon lackiert. Wie es sich für eine ordentliche Restauration gehört, habe ich hier natürlich auch das Siemens-Logo dann hervorgehoben. Ich habe mich jetzt allerdings für Schwarz entschieden. Ich fand jetzt Rot oder so nicht so passend. Ich denke, das Schwarz sieht einfach am edelsten und elegantesten aus. Auch einer meiner Lieblingsmomente bei einer Restauration von der Sirene ist natürlich das klassische Anmalen des Drehrichtungspfeils.
Lustigerweise hatte ich das sogar erst verkackt und habe zu viel angemalt, der war einfach viel zu dick. Und dann habe ich das nochmal neu gemacht und hier sieht man ihn. Ich denke, der ist mir beim zweiten Anlauf dann doch gut gelungen. So langsam wird jetzt hier die Sirene auch fertig. Da sieht man auch die Gewindebolzen, die dienen jetzt als Abstandshalter für die Glasplatte, die drauf ist. Es ist jetzt ein Tisch geworden. Rollen habe ich unten dran gemacht. Genau, den Rotor habe ich einfach nur gewaschen und geputzt, sonst nichts gemacht. Das Polyamid ist an manchen Stellen schon so langsam am Abgehen. Aber da die Sirene jetzt keinen aktiven Einsatz hat, sondern für mich als seltenes Sammlerstück dient, beziehungsweise als Couchtisch, macht es nichts und tut nichts zur Sache. Ja, die Schutzgitter habe ich in schwarz lackiert. Das sind ja auch die schönen, die etwas, ich sag mal, aufwendiger angefertigt sind. Es gibt ja auch die, die etwas einfacher gemacht sind, wo das einfach nur einzelne Querstreben sind und hier sind die ja so schlangenförmig gebogen. Genau, die Messingverschraubung ist schön gesandstrahlt. Hier sieht man natürlich den fertigen Couchtisch. Da freue ich mich echt drüber. Also das ist richtig ein richtig schönes Accessoire in der Wohnung. Einfach nur geil, kann ich nur empfehlen. Genau, das Typenschild habe ich schön sauber bekommen. Und dann war es das eigentlich schon. Also in diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es dieses Mal nur sehr spärlich war. Bewertet es gerne mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wer es noch nicht getan hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Also bis zum nächsten Video dann.